Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play, die Sims 3 mit Familie Dracula. Ja, wir sind in der letzten Folge stehen geblieben. In der letzten Folge ist unser lieber Vlad ja klauen gegangen. Du kannst das mal aufräumen. Ich hoffe, man hört den Ventilator jetzt gerade nicht so. Wo bist du? Ach, du bist immer noch hier. Ihr gönnt euch. Ja. Oh, es hakt, aber nicht extrem. Was macht ihr? Anhören. Warum anhören? Aber die Freunde von Plasma reden. Ja, gut, kannst du von mir aus tun. Ich switch mal wieder zurück zum Vlad. So, du gehst schlafen, ne? Wollen wir denn. Achso, hier sind die Bedürfnisse. Du brauchst Energie, okay. Aber ich möchte jetzt mal irgendwas gucken. Weil ich hatte, glaube ich, das Gefühl. Okay. Ein Dach hatte ich doch drin. Ich habe erst gedacht, ich hätte gar kein Dach auf dem Haus. Doch, haben wir. Junge, du schläfst. Gut. Dir geht's eigentlich. Du hast doch gerade was getrunken. Aber ihr könnt aber wieder mal nach Hause kommen. Weil sonst. Huch, was ist denn jetzt hier los? Und ja. Also in der letzten Folge sind wir ja mit Vlad einklauen gegangen. Also klauen gegangen. Und was ist das? Plasma. Qualität normal. Kannst du bitte mal aufräumen? So. Irgendwie hängt die Folge heute. Ich weiß auch nicht wieso. Boah, ist ja übel. Egal. Wie geht's dir? Du hast Energie. Du gehst schlafen. Und du hast Durst. Du kannst dann mal schnelle Mahlzeit. Lass mal Orangensaft. Ja. Wie geht's dir, Fladdy? Im Fladdy geht es ja noch so weit ganz gut. Ich war so. Und dann kleiner Sohn schläft. Das war jetzt Toni, ne? Ja. Er schläft. Wo haben wir dich jetzt, Mutti? Du kannst dann, glaube ich, auch mal schlafen gehen. Traum träumen, was machst du? Na, du sollst jetzt nicht spielen. Ja, kannst du mal eben eine schnelle Mahlzeit nehmen, mein Freund. Gefrorenes hier, lecker. Oh, mit Marmelade. Du wirst das weg, das finde ich super. Du gehst jetzt schlafen, hab ich gesagt. Ne? Ja, du gehst schlafen. Ach, du bist auch gleich schon wieder wach. So, du bist gleich wach. Wie lange braucht ihr eigentlich noch zum Alten da, ne? 9 Tage, du hast noch 14 Tage, dann wirst du, glaube ich, auch zum vollständigen Vampiren. Da muss jemand ab. Ach, du musst zur Schule, mein Freund. Kannst du bitte zur Schule gehen? Obwohl, ess erstmal was. Gott, ist. So, jetzt hast du genug gegessen, geh zur Schule. Wann musst du arbeiten? Um 10 Uhr. Was machst du? Bett machen. Achso, du bist auch schon wach. Ja, ist ja gut, Mann. Alter Mann, ist kein Detox. Geh mal hier benutzen. Ja. Aber egal, ich sag jetzt mal nichts dazu. Du musst auch um 10 Uhr arbeiten. Kannst dann. Komm. Noch. Entspann dich mal ein bisschen. Und ja. Mit der 100 Baby Challenge, da müssen wir mal schauen, dass wir. Ja, ich weiß. Da muss jemand arbeiten. Entweder beide.
Wir werden in der Folge jetzt nicht gerade viel machen, weil es ist heute sowas von warm. Ich hoffe, man hört den Entschuldigung. Ich hoffe, man hört den Ventilator jetzt nicht. Und ja, so. Beide sind arbeiten. Du bist arbeiten, du bist in der Schule. Durchschnitt, mach mal hart arbeiten. Normaler Betrieb, hart arbeiten. Und bei ihr können wir das ja so lassen. Ich frage mich, wieso das hier gerade alles noch so nachlädt. Es, ja. Ich weiß es leider nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Rechnung bezahlen. Rechnung nehmen. Ich glaube, du bist, glaube ich, zuerst zu Hause, ne? Ja. Jagen. Können wir dir mal eben so als Wunsch einholen. Das hier oben geht mir voll auf die Nerven. Das geht mir auch irgendwie hier voll auf die Nerven. Ja, ist gut. Wer ist denn wieder zu Hause? 16 Uhr. Im Auto sitzen. Warten. Gut. Huch. So. Hier bei den Nachbarn waren wir ja in der letzten Folge Clown mit Vlad. Leute, ich weiß nicht, wieso es gerade hier so rumhakt, aber es tut mir leid. Du kannst danach bitte die Post nehmen, wenn du nach Hause kommst. Warum ist das nicht auch schnell? Kein Wunder, dass hier nichts vorankommt. So. Ein Wissenschaftsprojekt. Fangfische. Nein. Wenn wir jetzt nicht machen, hatte ich eigentlich gesagt, dass du hart arbeiten solltest. Ja, jetzt ist auch zu spät. So, komm nach Hause, hol die Rechnung. Wie geht's dir denn? Dann kannst du schlafen gehen. Vor dem sein Gesichtsausdruck, nee. Kannst du bitte bösen Traum träumen? Bist du schon wieder zu Hause? Ein bisschen schneller, bitte, danke. Da ist er auch schon. So. Dann geh ich schlafen. Bring die Rechnung rein. Oder was du auch gerade vorhast, mein Freund. Ja, mein Gott. Wieso räumen die das eigentlich nicht immer weg? Wenn nicht die Rechnung hast du im Inventar. Rechnung bezahlen. Das kann dann deine Mom machen. Oder dein Daddy. Wenn er mal nach Hause kommt. Er hat Durst. Du brauchst Energie. Ach, weil er hart arbeitet. Jetzt. Was? Sind jetzt diese Buggy? Ach, gar nichts. Okay. Okay, hat sich erledigt. So. Ich glaube, du bist zu Hause, ne? Ja. Dann kannst du einmal bitte duschen gehen. Böse duschen gehen, dann kannst du auch mal bitte schlafen. Wenn du gleich nach Hause kommst, kannst du... Ja, ein Plasma-Getränk gönnen. Dann kannst du auch bitte schlafen gehen. Wie schon gesagt, in der Folge wird jetzt nichts Spannendes passieren, ja. Weil ich jetzt auch eigentlich sonst die Sims Let's Plays immer so 20 Minuten, mittlerweile mache ich auch nur noch 15 Minuten, weil sonst dauert das halt immer zu lange und mir ist auch aufgefallen, dass so einige Leute dann halt nicht bis zum Ende gucken und, aber ist ja auch nicht schlimm. So, du gehst duschen. Du bist schlafen, ne? Gut, dann machen wir nochmal ein bisschen Schuli-Schuli. Machen wir jetzt mal ein Foto von. Nehmen wir das jetzt als Thumbnail. Oder wenn es gleich noch eine andere Gelegenheit kommt. Nehmen wir das halt als Thumbnail hoch. Du bist duschen. Ich weiß, dass es euch schlecht geht. Die brauchen aber
übelst lange zum Duschen. Schneller bitte, danke. Was hat denn? Ein Objekt kaufen, Gitarre. Och, scheiße. Na egal, jetzt. Ja, stinkt. Kann ich aber auch nichts dafür. Muss ich wegräumen. Ja. Wann kommst du denn nach Hause, mein Freund? Mein Gott. Zeit verstreichen lassen. Du sollst eigentlich hart arbeiten, aber... Egal. Achso, das läuft ja schon schnell. Komm, nach Hause. Eilig. Oh, jetzt kommt er gleich nach Hause. Wir machen nochmal ein bisschen schneller. Sonst schaffen wir ja in der Folge ja gar nichts. So. Vollmond. In einem Tag ist Vollmond. Ja. So. Ich glaube, du könntest dann auch mal gleich aufstehen. Kannst du eigentlich machen. Huch. Kannst du einfach mal duschen. Ja, der muss duschen, der Junge. Und danach kannst du dir mal essen. Machen wir mal das. Er muss sich ja auch langsam mal dran gewöhnen. Als Junior-Vampir. Warum geht... Ich glaube, die Tür hier mache ich weg. Mache ich jetzt eben weg. Die gehen immer hier raus. So. Dass die nämlich hier reingehen. Hat Markierung als Eingangstür. Genau, als Eingangstür festlegen. Du bist duschen. Ja, komm, schneller. Was sagt denn die Zeit? Noch 2 Minuten. Ah, kannst du das machen? Wie geht's dir? Die geht's ja auch genauso mies. Aber wir können. Wir haben ja gerade. Oh, wir haben gerade nicht viel Geld. So, ich will mal etwas gucken. Betten. Okay, können wir uns nicht leisten. Kostet 2000. Okay. Dann brauche ich nämlich gescheit. So. Danach kannst du doch, glaube ich, mal die Rechnung bezahlen, wenn du das getrunken hast. Danach kannst du hier aufräumen. Warum nicht das Ding eigentlich hier? Ich lege es jetzt mal dahin, also am Tisch. Auf dem Tisch gehören keine Videospiele. Oh, dann bin ich schneller. Gott. Danach kannst du das auch mal bitte aufräumen. Guck mal, wie es dir geht. Plasmasaft konsumieren, ja, können wir von mir. Vampir, also okay. Ja, den Sonnenschutz müssen wir mal gucken, wie wir den hinkriegen oder wo wir den herkriegen. Ja, mach. So. Habe ich ein Thumbnail. So. Das räumst du mal bitte weg. Die Zeit sagt noch weniger als 1 Minute. Jo. Das, also heute einfach mal den Alltag durchgehen lassen. Und ja. So, meine Freunde, in dieser Folge ist nichts Spannendes passiert, außer dass wir mal unserem Alltag nachgegangen sind, wie Arbeiten, Schule, Hausarbeit und.
Und ich würde sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und schaut auch bei den anderen Let's Plays vorbei. Und wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, was ich mit Sims 3 oder Sims 4 noch machen kann, schreibt es doch auch gerne unten in die Kommentare. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann, wie schon gesagt, lasst eine positive Bewertung da. Toni, wo bist du? Da, raus. Noch ein bisschen. Ja, oh Gott. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play. Bis dahin, euer Flo. Ciao, ciao.